gehörte zu den besten Generälen dieses Landes. Ich habe mein ganzes Leben lang für dieses Land gekämpft. Den Adligen war ich ein Dorn im Auge, denn der König hörte auf meinen Rat. Und sie sahen ihre schmutzigen Geschäfte in Gefahr. Ich habe nicht mit ihrer Hinterhältigkeit gerechnet. Sie haben des Königs Frau benutzt, um mich zu kriegen. Der sinnlose Mord an ihr wurde mir angehängt. König Roba blieb keine Wahl. Meine Verdienste um das Land retteten mich vor dem Strick, aber sie haben mir meine Freiheit genommen. Eines Tages werde ich wieder frei sein. Dann werde ich zurückkehren und ich werde Rache nehmen. Ich werde mich rächen. Und willkommen zurück zu Let's Play Gothic mit mir im Elking und oh, da steht ein Schildbilden. Ja, wir sind auf Weg zum alten Lager. Die stehen alle so doof, deswegen gehe ich nach hier zu Milton. Zwinker, zwinker. Hallo, Milton. Hallo? Sie sind alle tot. Alle tot. Ich konnte nicht helfen. Ich war unterwegs. Ganz ruhig, Milton. Was ist los? Sie haben die Feuermagier getötet. Alle, bis auf mich. Und da hätte auch nicht mehr viel gefehlt. Am besten, du erzählst ganz von vorne und der Reihe nach. Okay. Ganz ruhig, Milton, ganz ruhig. Es fing alles damit an, dass die alte Mine einstürzte. Was? Die alte Mine ist eingestürzt? Ja, es ging alles sehr schnell. Keiner aus der Mine hat es herausgeschafft. Die Gardisten haben den Mineneingang gesperrt. Ich habe Gorn getroffen. Wirklich? Wo? An der alten Klosterruine am Meer. Wir haben sie gemeinsam nach Schätzen durchsucht. Davon wird er mir bei unserem nächsten Treffen bestimmt erzählen. Lester und ich haben die Bergfestung ausgenommen. Er hat mir davon erzählt. Du scheinst vertrauenswürdig zu sein. Wo habt ihr vier euch bisher getroffen? Ach, hier und da. Wir treffen uns an den verschiedensten Orten. Wie konnte die Mine einstürzen? Keine Ahnung. Einige Buddler, die vor dem Mineneingang warteten, erzählten von einem gewaltigen Beben und einer riesigen Staubwolke, die aus den Stollen kam. Warst du dort? Ja, dort erfuhr ich dann auch vom Einsturz. Boah, heftig. Was sagtest du über die Feuermagier? Ich weiß nur, dass sie kurz nach dem Einsturz alle von den Erzbaronen umgebracht wurden. Als ich von unserem gemeinsamen Abenteuer unter dem Stonehenge zurückkehrte, griffen mich die Wachen am Tor plötzlich an. Sie schrien mir Worte wie Verräter und Kollaborateur entgegen. Ich konnte mich gerade noch in Sicherheit bringen. Warum töten Erzbarone Feuermagier? Das gibt doch keinen Sinn. Das stimmt. Nur gaben mir die Wachen am Lagereingang keine Gelegenheit, danach zu fragen. Sie zogen sofort ihre Schwerter. Vielleicht kann Diego dir mehr erzählen. Er war im Lager, als sich die Ereignisse zuspitzten. Du solltest dich verstecken. Weit weg von hier. Nein. Diego und ich haben beschlossen, die beiden Tore im Auge zu behalten und ahnungslose Freunde aus anderen Lagern zu warnen. Bitte, sprich noch mit Diego. Wo kann ich Diego finden? Er hält sich auf der anderen Seite des alten Lagers in der Nähe des hinteren Tores versteckt. Bitte sprich mit ihm. Okay, das machen wir dann auch. Wir sehen uns. Nachdem ich was ausprobiert habe. Ja, Erfahrungspunkte sammeln macht Spaß. Oder auch nicht. Mal gucken, was die mir an den Kopf werfen. Verräter. Kollaborateur. Kollaborateur. Leck mich doch. So, hallo, meine Freunde. Fletcher, hi. Na du Verräter, dich haben wir mal zum Gardisten gemacht. Pah! Moment, wovon redest du, Fletcher? Was ist los? Steckst mit diesem abtrünnigen Abschaum aus dem neuen Lager unter einer Decke, was? Warte mal. Hattest wohl gedacht, wir würden nicht dahinter kommen, wie? Jetzt aber mal halblang. Wir werden dich halblang machen, oder genauer gesagt, einen Kopf kürzer. Stirb, Verräter! Stirb du doch. Boah, Milton, hilf mir. Milton. Renn heim zu Mutti. So geht das. Friss das. Und du das hier. Spür die Klinge. Zack. Der bewegt sich noch. Der bewegt sich noch. Der hier? Das hat er verdient. Ach so, okay.
Alles klar. Also habe ich die Erlaubnis von dir. Der bewegt sich noch. Wo? Keiner mehr, gut. So, naja, das ist vielleicht schon wieder so ein Tipp von mir, wie man Erfahrungspunkte gut sammeln kann. Wildnis hier in der Nähe und da macht das, ist das nicht so schlimm, wenn man einmal kurz angegriffen wird, ne? Und dann wird Fletcher dran glauben. Ich hab dir gar nichts getan, du Sack. Nein, jetzt nicht die Armbrüste. Komm her, du. So, stirb. Aha, hinterm Tor, ihr könnt mir gar nichts. So. Oh ja, leichter Ambrus. Kann ich gut gebrauchen. So. Und wie gesagt, auch wieder hier so ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. So. Und dann sehen wir uns am anderen Tor wieder, ne? Also bei Diego, ne? Bis dann. Diego, die haben mich angegriffen. Was ist los? Hey, psst. Sei ganz leise. Hallo Diego. Ich habe Milton auf der anderen Seite des Lagers schon gesprochen. Gut. Dann weißt du ja schon, was passiert ist. Aber weißt du auch von dem geplanten Überfall auf die freie Mine? Was? Wie konnte die alte Mine einstürzen? Einer der Buddler, der sich retten konnte, erzählte davon, dass sie auf der untersten Minenebene einen unterirdischen Fluss angegraben haben. Als das Wasser in die Mine einbrach, wusch es einige Stützpfeiler weg und der gesamte obere Bereich stürzte ein. Nur eine Handvoll Leute haben es lebend aus der Mine rausgeschafft. Wieso sind die Feuermagier tot? Das ist eine etwas längere Geschichte. Nun erzähl schon. Es ist nicht die erste längere Geschichte, die ich mir anhören muss. Nun gut, ich hatte das Glück, mich beim Eintreffen der Nachricht vom Einsturz der Mine im Haus der Erzbarone aufzuhalten. Gomez war über das Unglück völlig außer sich und sah dadurch sofort seine Machtposition gefährdet. Klar, wer das Erz kontrolliert, kontrolliert die Kolonie. Richtig. Nun, da er von seiner einzigen Einnahmequelle abgeschnitten ist, wird auch der Warenfluss von der Außenwelt bald stoppen. Niemand wird mehr für ihn arbeiten wollen, wenn nicht bald eine andere Einnahmequelle aufgetrieben wird. Und deshalb ein Überfall auf die freie Mine. Das ist, neutral betrachtet, die einzige Chance, die Gomez hat, seine Macht zu... Vor einigen Stunden sind 2 Dutzend Gardisten in Richtung freie Mine aufgebrochen. Das ist Wahnsinn. Ich muss das neue Lager warnen. Dann solltest du dich beeilen, denn sie dürften die freie Mine schon fast erreicht haben. Aber sie würden niemals an den Befestigungen des neuen Lagers vorbeikommen. Das ist nicht nötig. Schon vor einigen Monaten haben sie einen Weg über die Berge zur freien Mine gefunden, den niemand sonst kennt. Ich habe Gardisten vor den verschlossenen Toren gesehen. Halt dich bloß von ihnen fern. Sie greifen jeden an, der sich dem Lager nähert. Sie haben wohl Angst vor den Vergeltungsmaßnahmen nach dem Überfall auf die freie Mine. Aber was passierte mit den Feuermagiern? Koristo und die anderen Magier waren die einzigen im Lager, die vernünftig blieben. Sie verboten den Überfall und forderten eine Einigung mit den beiden anderen Lagern. Sie verboten Gomez den Überfall auf die freie Mine? Tja, Koristo und die anderen hätten wohl weniger forsch auftreten sollen. Gomez verlor das Vertrauen zu ihnen und ließ sie hinterrücks niederstrecken. Was wollen Milton und du nun machen? Wir werden hier noch eine Weile ausharren und andere Freunde warnen, bevor sie den fanatischen Gardisten in die Hände laufen. Aber du könntest uns noch einen Gefallen tun. Ist schon so gut wie erledigt, sprich. Suche Lester und Gorn. Sie müssen wissen, was hier passiert ist. Richte ihnen aus, dass wir 4 uns wie immer am verabredeten Platz treffen. Wenn ich sie vor euch treffe, werde ich sie warnen und zu eurem Treffpunkt schicken. Danke, mein Freund. Du scheinst wirklich in Ordnung zu sein. Geh nun. Wir sehen uns später. Mach's gut. Huch, ich habe mich gerade gewundert, warum mein Mikrofon nicht ging. Ja, okay. Sagen wir mal ganz kurz Dingens Bescheid. Den beiden, ne? Nach Lester erstmal, ne? Bis dann. So. Erwache! Nee. Wie sieht's aus? Hey, was machst du denn hier? Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Und?
Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wieder hinzubiegen wird nicht einfach. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Sie wollen sich mit dir treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Wurde aber auch Zeit. Wie geht es nun weiter? Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Ich verstehe nicht. Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Schon gut, ich hab's verstanden. Also pass auf dich auf. Ja, klar. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Der Schläfer möge dich behüten. Na gut, dann teleportiere ich mich doch ganz schnell noch. Zu den Wassermagiern. Na, dann mache ich in der nächsten Folge, ne? Mana ist wieder leer. Okay, ich bin der Endgame, wir spielen Gothic 1. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.